Ja, kann geöffnet werden. Noch eine Luftmütze, eine Schädelmütze und jede Menge Zauber. Gut, dann drehen wir den Spieß mal um. Alles auskriegen. So, wenn ich dich betätige. Sind immer noch die hier an. Nein. Da geht die wieder an. Nervig. Und zack, alle aus. Gut. Das heißt, wir können jetzt die Truhe öffnen. Wir haben damit auch das Rätsel gelöst. Noch eine Luftmünze, Schädelmünze. Mhm. Sehr viele Luftmünzen. So, ab hier wird es jetzt richtig Twilight Error. Mal sehen, was liegt da jetzt um. Problem ist, ich habe an der Stelle nicht die Zeit zum Nachdenken. Okay, er legt das wieder zurück um. Ach, schick. Auch der Hebel ist defekt. Gut, den kann ich gar nicht umlegen. Er kann ihn jedoch umlegen.
Zu Befehl! Warum habe ich die ausgewählt? Verstanden! Achso, weil ich aus Versehen außerhalb die 1 gedrückt habe. Passt. Nö, das sieht auch nicht ganz richtig aus. Aber wenn ich jetzt schnell genug bin, was ich nicht sein werde, weil er auch wieder random umlegt. Das war der falsche eigentlich, egal. Ja komm, welchen legst du jetzt um? Wie gesagt, mein Hauptproblem ist gerade, dass der Geist da drüben eigentlich macht, was er möchte. Ich gerade einfach Bildknöpfe drücke, bis irgendwas rauskommt, was passend aussieht. Verstanden. Nein, ihr bleibt da oben. Zu Befehl. Der Hebel ist leider defekt. Na komm, welchen legst du jetzt um? Den da. Oh.
Oh, jetzt habe ich es fast. Den wieder zurück umlegen, bitte. Den da umlegen. Den in der Mitte umlegen und flupp. Oh, der Geist ist gestorben. Frage mich gerade nur, wie es jetzt weitergehen soll. Ach, hier hoch komme ich nicht mal, okay. In der Mitte des Menhirs ist ein Schnitz eingelassen. Daneben wurde fünfmal das Symbol der Luft in den Stein graviert. Okay, also Luftmünzen reinwerfen. Und den haben wir ja genug. Ja, ein Schlüsselloch ist der Kiste ein Schlitz angelassen. Daneben befindet sich dreimal das Symbol der Luft. Habe ich drei Luft... Ja, ich habe noch drei Luftmünzen. So, was ist hier drin? Ein sternförmiges Amulett. Dann gucken wir doch mal kurz. Hast du uns noch was zu sagen? Ihr. Nö. Gucken wir mal, ob wir damit die Halle der Toten aufkriegen. Ich wüsste auch gern, wie man das Tor öffnet. Oder dieses Tor. Okay. Irgendwas wird das Amulett aber noch gut sein.
Vor allem, wie kommt man an den Turm ran? Kommt man überhaupt an den Turm ran? Gut, das heißt Spinnengrube.